willkommen bei einem neuen Videoclip vom Sternenblog. Unser heutiges Thema ist Velour. Und zwar Velour in den klassischen Mercedes-Benz-Fahrzeugen. So wie ich das hier vom Stoffmuster sehe, ist das verbaut worden bis zur Modellreihe W124. Unser 126er verfügt über diese eigentlich recht gut erhaltene Velour-Ausstattung in Grau. Aber wie bei vielen Fahrzeugen auch, hat der Fahrersitz schon einige Schwächen. Diese Flecken auf dem Fahrersitz, manchmal auch in den Türverkleidungen, fand ich immer im Velour sehr ärgerlich, sehr hässlich, sehr schmuddelig. Und hatte eigentlich immer überlegt, was kann man für ein Reinigungsmittel nehmen. Ich habe auch schon ein bisschen nachgefragt bei meinem Sattler, der schon mal die Sitze aufgearbeitet hatte, und so richtig rauskommen wollten die eigentlich nicht, nach dem Motto so ein bisschen, lass den mal hier, wir machen dir den schon schön sauber. Und dann kam ein Bericht in der Autobild Classic, ein Vergleichstest, Textilreiniger, speziell hier auch war Velour das Thema, und da kam dieses Material raus, dieses Produkt. Und ihr wisst, wenn ich das jetzt hier zeige, dann muss ich auch einblenden, dass das hier eine Werbesendung ist. Aber wir sind noch gar nicht fertig. Ich weiß noch gar nicht, ob das überhaupt funktioniert, ob das überhaupt die Ergebnisse erzielt. Naja, wenn es gut ist, dann findet ihr in der Videobeschreibung auch einen entsprechenden Link zu diesem Produkt. Aber das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Und hier, mal umgedreht, im Kleingedruckten steht es, dass man eigentlich erst einmal prüfen soll an einem Stückchen Stoff, ob es farbecht ist. Dachte ich mir, das kleine Stückchen Stoff, wo fange ich da mal an? Und dazu habe ich mir hier hinten die nicht mehr ganz so schöne Pompadour-Tasche ausgesucht. Habe so einen kleinen Farbtest gemacht, also das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Sieht ganz gut aus. Mache ich mich jetzt also an den Fahrersitz, sprühe den leicht ein. Dann soll das eingearbeitet werden mit einem Schwämmchen, nicht zu viel. Schauen wir gleich mal, wie es dann weitergeht, Schritt für Schritt. Erste Aktion, bevor wir mit dem Reinigungsmittel beginnen, ist natürlich Sitz absaugen. Ja. Der Fahrersitz ist sicherlich der am meisten beanspruchte Sitz, klar. Und ich habe mal gelesen, Velour und Blue Jeans sind keine gute Allianz. Aber ich werde deswegen weiterhin Jeanshosen tragen. Und ich werde natürlich auch keinen Sitzfell über meinen Fahrersitz machen. Dafür hat ja der erste Sitzer recht viel Geld ausgegeben für Velour. Velour war annähernd so teuer wie Leder. Und eigentlich war es für mich auch so, beim Kauf eines Oldies war neben Tempomat, Klimaanlage, entweder Leder oder Velour nicht. Also Sitz wirklich absaugen, bevor wir dann mit dem nächsten Schritt einsprühen und einarbeiten von diesem Reiniger beginnen. Wollen wir mal gucken, ob der Autobild-Klassik-Test wirklich das hält, was er auch versprochen hat. Ja, los geht es mit Einsprühen und Einarbeiten mit einem Schwämmchen. Alle Velour-Teile, die gereinigt werden sollen, und in unserer Aktion war das auch speziell nicht nur der Fahrersitz, sondern auch die Mittelkonsole. Gut einarbeiten, nicht zu feucht, und dann ist viel, viel Arbeit angesagt. So ein Auto kann schon ganz schön große Velour-Flächen haben. Bitte passt ein bisschen auf, wie gesagt, nicht zu nass machen, nicht zu trocken einreiben. Und natürlich nicht an defekten Stellen versuchen, den Velour aufzuribbeln. Das wäre ganz unklug. Aber gerade unsere Mittelkonsole zeigt, dass das doch eigentlich ganz gut funktioniert hat. Die Mittelannehme gereinigt auf der Fahrerseite und gleich zum Vergleich auf der anderen Seite noch. Ja, und hier nochmal die Beifahrerseite. Wird jetzt auch noch in Angriff genommen. Und dann ist unsere Reinigungsaktion Velour für heute abgeschlossen. Unser ganz persönliches Fazit ist, ja, dieses Produkt Vanish Gold hat tatsächlich einen Produktlink verdient. Ich bin damit zufrieden. Es ist viel Arbeit, aber Arbeit, die sich lohnt. Link also in der Videobeschreibung. Ich sage bis hierhin wieder vielen Dank fürs Zuschauen.
Wenn euch der Clip gefallen hat, seid so nett, lasst dem Sternblock ein Like da, lasst ein Abo da, drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr auch keinen Clip mehr. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Clip vom Sternblock.